Hallo, hier ist Kranicha. Und Loris. Wir spielen weiter bei Guild und sind gespannt, wann wir endlich die Monster besiegen bei der Tankstelle. Das ist doch ziemlich schwierig gemacht. So, Loris, du schaffst das jetzt. Chaka. Gucken. Schön lang, leise und langsam. Die sind überall. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Warte mal. Ja. Muss dieses eine Monster da rechts jetzt bei dem Auto nicht irgendwie sich verwandeln und woanders hingehen? Nee. Okay. Ich dachte erst, es wären drei Monster, aber das eine ist nur der Schatten von einem Auto. Von einem weiteren Auto. Das Monster verwandelt sich. Oder taucht auf. Ja. Okay, das geht jetzt weg. Genau. Toll. Nicht vergessen. So. Kurz warten. Bis es uns den Rücken zuwendet. Muss mich noch ein bisschen an die Controller Feinheit gewöhnen, um zu gucken, wo dann wo er anschlägt. Dass man sich wirklich maximal langsam fortbewegt. Jetzt musst du dich beeilen und rechts okay, oder warten. Und letztes Mal waren die Abstände kürzer. Ich glaube jetzt einfach zügig weiter nach rechts. Okay, du hast es geschafft schon mal. Okay, ist weg. Also ist aus dem Fokus. Mhm. Gut. Jetzt kommt die Ecke. So, jetzt glaube ich, musst du die Dose holen. Und die Monster waren ja gerade eben richtig gut abgelenkt. Aber du hast so lange gebraucht, um rechts zu dem Häuschen zu gehen, um da auszuweichen. Du bist da irgendwie wie erstarrt gewesen. Ja, ich würde jetzt auch erstmal gerne auf die Genau, also du siehst ja jetzt, dass Karte das gehen. Eine Monster da links lang läuft, ganz ja. in Ruhe. Und es läuft dann ganz in Ruhe wieder nach rechts. Ja. Und du musst irgendwie vorher die Dose werfen, dass beide da abgelenkt sind und du dann nach rechts gehen kannst. Denke ich. Deswegen gucken wir nochmal in die Karte. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir sind da auf der Ecke. Wir müssen geradeaus. Also in die Ellie rechts zu gehen, ist Quatsch. Aber lass uns die doch dann in die rechte rechts reinlocken. Ja, das geht ja nicht. Wie willst du dann rechts reinschießen? Ja, über die Ecke. Dann versteck dich erstmal vorne links und dann gucken wir nochmal. Okay. Hinter den Paletten da links. Schön langsam. Aha. Okay, dann doch zu laut. So, meinst du, das geht? Das müsste doch gehen, oder? Wenn ich jetzt mal hier so anzeige, dass wir da. Da sind ja beide, wenn du da langlaufen musst, sind beide Monster genau da, wo du langlaufen willst. Nee, ich will ja an dem links vorbeilaufen, an dem Häuschen. Ja, das wäre doch an beiden Monstern dann vorbei. Ja. Die dann direkt neben dir stehen, geht das? Nee, die stehen dann in der Ecke. Okay, naja, ich weiß ich nicht. Ich probiere es, ja? Mhm. Irgendwie muss es doch gehen. Ja. So, jetzt laufen die Super. Dahin. Ich warte kurz. Die sind zwar warte kurz. Ja. Und jetzt versuche schnell zu rennen. Ah, jetzt hat er mich irgendwie gespürt. Aber jetzt nicht mehr. Nein, du musst abhauen. Sicher? Verdammt. Okay, auf geht's. Schnell, 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 schnell. Aber jetzt rennst du ja den anderen in den Arm. Ah.
Na, die sind sag mal, direkt... kann das sein, dass das, wie ich vorhin meinte, einfach geradeaus werfen, dann laufen sie da lang und dann kannst du rechts. Ja. Ich aber die, also ja, nee, ich glaube, das ist falsch, was du dann mich gesagt hast, dass wir jetzt da... Wie mache ich dann die Taschenlampe aus? Rechts 1, rechts AB, rechts Button. Weil jetzt schießen wir da zum 100. Male rechts und das klappt immer nicht. Und jetzt versuche ich es nochmal geradeaus und dann laufe ich rechts lang. Okay. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Na, die Frage ist halt, was du dann kann machst. Kann ja nicht sein, dass das hier zu schwer ist jetzt. Normalerweise, wenn die dann gesehen haben, dass da nichts ist, dann tauchen die wieder, dann gehen die wieder zurück und machen wieder ihre alten Routen. Und dann steht der eine ja sozusagen genau vor dir. Aber mach ruhig mal. Das Problem ist, dass die wirklich hier überall sind. Ja, halt, ja. Also irgendwas hat es jetzt gemerkt. Ich glaube, jetzt warst du zu schnell in der Bewegung. Oh, ich krieg einen Hammer. Und kann man noch woanders langlaufen? Nee, also... Sonst ist das Level eigentlich relativ übersichtlich. Es gibt halt diesen Gang. Okay, ich übernehme nochmal den Controller. Oh. Oh nein. Oh nein. Die sind überall. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. So ein Ärger. Das ist so schwer. Na, so schwer ist es nicht. Wir waren halt nur ein bisschen... schwer von KP. Und wir haben nicht auf die ursprüngliche Idee gehört. Weil manchmal ist man ja am Anfang, die besten Ideen. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, man muss sich Zeit lassen und im richtigen Moment. Wie jetzt zum Beispiel einfach warten. Ja, aber ich will ja schon so weit gehen, dass es wie es geht. Vorne steht auch einer, ne? Mhm. Okay. Ja, hab ich gleich schon wieder verloren. Finde ich. Mhm. Sollte er. Oh, super. Ich bin hier Nervenbündel, das ist ja so spannend. Hallo. Oh, der ist immer noch da. Mhm. Okay, also gerade auswerfen und damit du dann rechts irgendwie lang rennst. Also noch nicht jetzt. Nee, ich will nur gucken. Mhm.
Okay. Genau. Das hat super hier, geklappt. Ja. Jetzt hier gleich Vorsicht. Also geh mal hinter rechts hinter die Holzwand. Da ist noch ein Inhalator. Ah, er sieht mich. Aber warum bist du da auch jetzt geblieben? Ja, weil ich kurz warten wollte, bis er warum? Weg ist. Warum? Weil ich das immer so gemacht habe. Hallo. Ja. Muss los. Aber komme ich hier nicht durch? Komme ich wohl? Hallo. Ja, das geht dann. Alle da. Dann ist das vielleicht so, dass wir wirklich auf dem Weg noch ein Monster killen müssen. Aber wenn du sagst, du hast ja jetzt auch nicht viel auf der Taschenlampe drauf, dann weiß ich auch nicht, wie man das... Doch, am Anfang schon. Also wir können ja mal ins Inventar gucken. Gut, steht da jetzt nicht. Mhm. Aber... Die sind... Achso, doch, das sieht man an dem Rucksack. Das ist noch voll, am Anfang. Aber irgendwann, wenn man dann genug umgebracht hat, dann, die einzige Frage ist, wenn ich das eine umbringe, dann werden die anderen doch darauf aufmerksam. Also ich kann mich zwar von hinten dran schieben. Die anderen sind bisher nicht gekommen, aber du kannst irgendwie nicht zwei erledigen. Ja. Es sei denn, ich warte, bis das eine in der Gasse ist. Also das läuft ja rum, hin und her, hin und her. Ja, bisher, aber das ging ja gerade eben auch einmal ohne, ne? Ja. Aber das Spiel ist ja nicht dafür gemacht, dass du einen Gegner mit der Taschenlampe ausschaltest, sondern dann machst du es entweder mit dieser von hinten Technik. Ja, ich meine, ist ja auch ein kleines Mädchen, das ist ja jetzt nur nicht hier eine Nahkämpferin. Genau. Okay. Gut. Die waren zu wenig abgelenkt mit der Getränkedose. Kann das sein? Also was man natürlich machen kann, ist Dose ablenken, dann hinten ranschleichen, aber die kommen auch dann direkt auf einen zu. Ja, das sind zwei. Also das ging ja jetzt auch einmal ohne. Du musst erst die Dose holen. Nee, ich versuch's ohne Dose erstmal. Okay, super. So, das hat der eine kaum mitbekommen. Okay. Und er hier... Dann könntest du dich so anschleichen. Jetzt warte, so wie er gerade eben stand. Dann warte, wenn er wieder so steht und dann mach wieder A. Hm. Oder ist es nicht lieber besser, wenn ich mich hier reinschleiche? Mm-mm. Ach, Scheiße. Mann. Keine Taschenlampe mehr? Nee. Also dann vielleicht doch nochmal warten, dass du dich auch von hinten anschleichen kannst. Das ist ja von dem hinten anschleichen nicht schlecht. Ja. Die sind
Überall. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Also den ersten kriegen wir, glaube ich, ohne Dose hin. Und den zweiten können wir, da können wir die Dose sozusagen ein bisschen weiter werfen, damit der... Ich weiß nicht, du hättest genau. Ja einfach nur warten müssen, bis der da links steht und dann von hinten anschleichen. Ja, aber der Abstand ist zu groß. Wie du dich anschleichst, ist er schon wieder auf dem Rückmarsch. Oder auf dem Marsch nach rechts. Der steht doch da eine Weile. Na gut. Ich probiere es, ja? Warte. Beachte mich nicht. Bin auch gleich schon wieder weg. Zwar jetzt. Okay. Das hat einigermaßen gut geklappt. So, jetzt erstmal gucken, ob wir den richtigen Augenblick finden. Nee, im Moment kommt er. Das ist dann doof. Genau, du musst warten, bis es dann rechts ist. Dann kannst du dich hinter den Monster anschleichen. Ja. Dann ist das weg, dann kommt das von rechts zurück. Dann wartest du, bis es links steht. Ja. Okay, jetzt versteck dich mal hinter dem schnell. Okay, das hat's gemerkt. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal... Genau, und jetzt warte mal, und jetzt steht es auch relativ lange links. Und da könntest du dich dann von hinten anschleichen. Mhm. Jetzt kannst du eins vorgehen. Mhm. Genau, und jetzt musst du warten. Genau, jetzt. Okay. Oh Mann, jetzt ist die Taschenlampe fast leer, ne? Lampe ist ziemlich leer, aber hier vorne war so ein Ding hin. Oder wir müssen wieder zurück. Nein. Hier war doch gar nichts, oder? So? Nein, nicht da zurückgehen. Ich schwöre, da war was. Ja, aber das ist doch bei den anderen Monstern zu nah dran. Ja, aber die sind doch um die Ecke erst. Och Mann, das wäre doch schade, wenn das jetzt alles umsonst gewesen wäre. Ja, ist ja gut. War das nicht hier? Ja, aber da sind die anderen beiden Monster. Ja, weiß ich doch. Vielleicht ist jetzt hier gleich noch was auf dem Weg. Gut, gucken wir mal hier rum. Ich sehe nichts. Du? Ja, du findest bestimmt gleich noch irgendwo eine Taschenlampe. Eine Batterie dafür. Da vorne. Okay, wir gucken nochmal. Da müssen wir hin. Wir müssen da auf dieses Feld. Wissen aber erst, wie das aussieht, wenn wir da sind. Super. Sieht nützlich aus. Okay, sind wir wieder halb voll. Nee, sogar fast voll. Mhm. Okay, also hier brauchen wir auf jeden Fall die Dose. Da vorne läuft einer. Laufe ich eigentlich richtig lang? Ja. Das war wieder dieser Bretter und da musst du wieder durchs Brett laufen. Durchs Brett. Ah ja, okay.
Und war auf der, wo wir da rumgelaufen sind, da kamen wir nirgendwo weiter, ne? Nee, da kamen wir ja gerade her. Mhm. Okay. Nun gut. Willst du weiterspielen? Mhm. Habe ich schon gefragt. Also genau, da ist... Jetzt musst du links die Getränkedose nehmen. Okay. Wir können aber auch erstmal den da ausschalten. Nee. Was hältst du davon? Nein, dann hast du wieder wenig Batterie. So, jetzt hattest du die Dose geworfen, dass erstmal alle weggegangen sind. Und jetzt ganz kurz, bevor du jetzt losläufst. Siehst du dieses eine Brett links? Da musst du gleich unten drunter durch. Da geht's weiter. Nee, da sehe ich nichts. Nee. Was meinst du? Siehst du den Schulbus? Ja. Und davor steht doch ein Auto. Hm? Und rechts davon sind doch so zwei Bretter verbunden. Wie so ein kleines Dach. Da musst du gleich durch. Unten drunter. Ja. Okay. Das ist dein Weg. Kommen die da mit runter? Da bin ich mir leider nicht sicher. Na, du musst die jetzt ablenken. Ablenken, okay. Nichts leichter als das. Mit dieser Dose, ja? Ja, dass der andere aber auch abgelenkt ist. Okay, also irgendwie so dorthin. Hm. So, jetzt gehen, glaube ich, alle dahin. Und jetzt musst du dann jetzt schnell runterlaufen. Genau. Ah, gespeichert. Ah, oh, wir haben's. Da ist sie. Emily. Wahnsinn. Siehst du mich? Ich kann nichts sagen. Emily. Das ist zu spannend. Warte, lauf nicht weg. Ich komme. Oh, komm schon. So ein Pech. Die Batterie fehlt. Etwas hat sie entfernt. Etwas Schleimiges. Na, so ein Pech. Wenn ich der Spur folge, führt sie mich wahrscheinlich zur Batterie. Ich hoffe nur, dass ich dieses Etwas nicht treffe. Aber die Batterie brauche ich wirklich. Ich will nicht wieder diesem flammenden Muskelberg begegnen. Herr Kranich, hast du Lust, in die Spielhalle zu gehen? In die Spielhalle? Ja, da müssen wir hin. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Stopp. Ein Stopp? Ja, das war so spannend. Ich muss jetzt erstmal einen Tee trinken und dann mich beruhigen. Das war ja so aufregend an all den ganzen Monstern da vorbei. Ja, und ich gehe ins Sauerstoffzelt. Genau, und du hast es geschafft. Ich habe die ganze Zeit geschimpft wie ein Rohrspatz. Ich habe Schweißhände, wir können den Controller gleich wieder wegschmeißen. Wir können ihn gleich wieder zurückschicken. Materialfehler. Oh Mensch, ja, so eine Aufregung. Aber wirklich ein gutes Spiel, kann ich nichts anderes sagen. Ich bin gespannt, was jetzt noch bei rauskommt, wenn wir jetzt diese Batterie haben und vielleicht auch mal Emily treffen. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.